Der Vulkangarten Steffelberg, entstanden aus Naturgewalten vor Millionen von Jahren. Aus der Erdkruste steigt glutflüssige Lava durch Spalten und Risse langsam auf. Das aufsteigende flüssige Gestein kommt mit Grundwasser in Verbindung, was zur Gaswasserdampfexplosion führt. Es entsteht ein Markkessel. In mehreren Ausbruchsphasen wird dieser erweitert. Die Aktivität lässt nach und es entsteht ein Explosionskrater, der sich nach und nach mit Grund- und Oberflächenwasser füllt. Ein Maar ist entstanden. Dieses wird mit Vegetation umwachsen. In einer zweiten Phase kommt es durch aufsteigendes Magma zu Kraterranderuptionen. Allmählich wird der Vulkankegel durch die Zufuhr von Schlackmaterial schichtartig aufgebaut und gewinnt an Höhe. Seinen Abschluss findet diese Phase in einer Spalteneruption von extrem dünnflüssigem basaltischem Ausfluss. Die vulkanische Tätigkeit kommt zum Erliegen. Es entsteht eine bewachsene Vulkankuppe von 609 Metern Höhe über normal Null. Die Menschen nahmen den Vulkan in Besitz. In der Römerzeit wurde ein Wachposten auf dem Vulkankegel errichtet. Später, im Mittelalter, wird kleinteilig Material entnommen. Mühlsteine, Steine zum Hausbau und für besondere Objekte wie Wegekreuze. Im letzten Jahrhundert erfolgt der Abbau von vulkanischem Gestein. Es entstehen tiefe Abbaukrater und Transportstraßen. Heute wird das Gebiet mit einem Beweidungsprojekt durch Ziegen von Bewuchs freigehalten. Der Vulkangarten dient als attraktives Ausflugsziel und Lehrort für touristische Zwecke.